Hallo Freunde, hallo YouTube und ein recht herzliches Hallo an dich Christian. Anlässlich deiner 100. Abonnenten-Challenge hast du uns gebeten, wir sollen doch mal 3 Messer auf den Tisch legen. Das Liebste, das Schönste und das Teuerste. Für alle teuren Messer jetzt hier mal dieses Fremont Jack, dieses Northwoods Fremont Jack, so ein amerikanisches klassisches Jackknife, wie der Amerikaner zum Taschenmesser sagt. Der Engländer würde sagen Penknife. Ein Slipjoint Folder, Coco Bolo Beschalung, vernietet, 1095er Stahl, nicht rostfrei. Bestimmt in den Staaten billiger als wie nach hierher exportiert durch den Zoll und diverse Speditionen. Das ist jetzt zurzeit mein teuerstes. So eine Art Sheepfoot. Die Kenner werden es kennen, sage ich mal so dazu. Und nun mein schönstes, wobei ich jetzt auch wieder so gespaltener Meinung bin, ist ein Spyderco-Messer schön. Es kommt immer darauf an, auf das Auge des Betrachters bzw. des Sammlers. Ich habe jetzt hier mal rausgetan, dass ein Michael Walker-Design von Spyderco nachgebaut. Dieses Messer wird heute noch in ein bisschen abgewandelter Form von der Firma Klötzli in der Schweiz sehr gern nachgebaut, mit einem anderen Stahl und anderen Griffschalen. Dieses hier ist eine limitierte Auflage mit, ich glaube es waren damals 700 Stück, also eine Art Sprint Run. Was dieses Messer halt ausmacht, hier hat man Aluminium als Griffschalen benutzt und dieses Aluminium mit einer, ja, wie soll man sagen, bestimmten Pulverzusammensetzung, nennt sich Almite, bedampft, bestrahlt und so weiter, dass es so ein bisschen aussieht wie so, ja, ich sage jetzt mal, anodisiertes Titan. Michael Walker, VG10 Stahl. Michael Walker, wenn ich mich nicht irre, der Erfinder des Liner Lock, was hier mit auch verbaut ist. Schönes, gefälliges Messer, schön praktisch, schön leicht, gefällig, nicht gefährlich, gefällig. So, jetzt ist das auch mal vorgestellt wieder. Das ist ein Sammlermesser, das ruht in den Tiefen der Schachteln, der Originalschachtel muss ich noch sagen. Ich habe das noch nie benutzt, ist mir zu schade. So. Und jetzt mein Liebstes heißt quasi eins, wo ich seit 8 Jahren immer dabei habe. Hier ist dieses Spyderco Calypso Junior, wird so nicht mehr hergestellt. Das war jetzt quasi das Vorgängermodell der Kali-Modelle oder der Calypso-Modelle, des 3 Zoll Calypsos oder 3,5 Zoll Calypso. Hier hat man so burgundrotfarbene Griffschalen, FRN-Griffschalen verwendet. War auch ein Sprint dran. Es war damals eines der ersten Messer mit Laminat. Also ich muss sagen, das ist eines der ersten Messer, wo man den ZDB 189 Stahl verbaut hat in Laminatbauweise. Also der Kern ist ZDB 189 und die Backen links und rechts ist in 410er Stahl, verkratzt auch leicht, hat schon einiges mitgemacht, das Messer. Wie gesagt, das habe ich seit 8 Jahren in der Rotation, sei es in der Küche, sei es in der Tasche, sei es sonst wo. Schön leicht, keine 60 Gramm. Und mir gefällt so diese ergonomische Form, aber mir gefällt auch, dass es schneidet und dieses Messer kann schneiden. Also man kann diesen ZDB 189 Stahl
dermaßen scharf ausschleifen, gerade hier in dieser Sandwich-Bauweise, ist echt ein schönes, führiges, kleines Messer. Ich hoffe, ich habe deine Anforderungen für die Challenge bestanden. Mein teuerstes, mein schönstes, mein liebstes. Und für dich noch als Iron Maiden Fan, sage ich jetzt mal, ich sehe es halt immer am Merchandising, was du auf dem Tisch liegen hast. Ach, war ich auch mal Maiden Fan. Das hier ist die Originalvinyl vom The Number of the Beast aus dem Jahre 1982. Selbst gekauft in einem Plattengeschäft in Stuttgart, das schon lange nicht mehr existiert. Ja, und lang ist es her. Also, Christian, alles Gute noch für deinen Kanal. Es grüßt der Indoranger. Hier sind wir. Mach's gut. Ciao.